Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Wer gestern im Stream am Start gewesen ist, der weiß, was jetzt kommt. Jo, 1 Million Blutpunkte, fast zumindest, ja. Knapp 13.000 fehlen. Aber selbst eine Survivor-Runde hätte wahrscheinlich mehr Blutpunkte gegeben, deswegen legen wir jetzt hier los. Es ist alles so, ja, auf Stufe 3 ist hier oben was, pass auf, das holen wir uns mal eben. Also, wir haben ja bereits gesehen in der letzten Folge, dass nicht mehr allzu viel fehlt. So, wenn er hier hingeht, fällt das direkt in der Mitte weg. Wir könnten uns währenddessen nochmal schnell hier das Mori schnappen. Und ja, dann gucken wir mal, was hier passieren wird. Wenn er da hingeht, fällt auch richtig schön viel weg. Perfekt. So, sind wir immerhin ein bisschen günstig durchgekommen. Und ja, Caleb wird weitergelevelt. Gestern auch im Stream schon ein paar Blutpunkte bekommen. Level 1, das würde ich mir ganz gerne holen. Das hat eigentlich immer Prio. Und dann Level 3 ist auch nie verkehrt. So, dann haben wir hier nämlich schon mal wieder direkt was aus der Rotation rausgenommen. Und haben eine höhere Chance, die Stufe 1er Perks zu bekommen. Ja, ansonsten, ich kann ja noch mal ein bisschen näher erläutern. Gestern hatte ich ja dieses React-Video erwähnt, ja. Ich glaube, also entweder habe ich mich undeutlich ausgedrückt oder viele Leute haben es irgendwie falsch verstanden. Also es geht halt erstmal wirklich nur darum, ein Reaktionsvideo zu meinem allerersten Dead by Daylight Part zu machen. Und zwar aus dem Grund, weil es halt eben 100.000 Aufrufe gibt. Und da habe ich gesagt, okay, da könnte man ja dann nochmal, eigentlich möchte ich gerne da unten hin. Ja gut, was hält mich ab, oder? Ich kann ja machen, was ich will. Ja, 1, 2 soll ich ihn schon noch gehen lassen wahrscheinlich. Damit das ganze Gedönse da unten wegfällt. Und zwar eigentlich halt aus dem Grund so primär, ne? Weil es halt irgendwie so zur Feier des Anlasses sozusagen passieren soll. Weil einige Leute haben irgendwie dann vorgeschlagen, ich soll doch einen React Down dazu machen. Aber es geht halt wirklich um dieses erste Dead by Daylight Video erstmal nur, ja. Nicht um Evolve, nicht um irgendwelche anderen Dinge. Auch nicht um Videos von anderen Leuten, sondern es geht halt wirklich nur um meine Sache. Viele Leute haben auch gesagt, also ich gehe jetzt gerade so ein bisschen auf die Sachen ein, die ich jetzt in Erinnerung habe. Ich habe jetzt hier mir nichts vorbereitet oder so. Ah, das könnte jetzt, ne, Schwein gehabt. Hätte auch böse werden können. Zack. Also ich selber bin jetzt auch nicht so der Typ, der krass viel Reaction-Content sich anschaut auf YouTube oder generell. Deswegen müsst ihr euch da jetzt keine Sorgen machen. Es geht halt einfach nur darum, mal so ein bisschen. Zum einen ist es, glaube ich, sehr lustig zu sehen, wie ich früher gespielt habe. Ja. Weil meine Spielweise sich auch noch mal ziemlich geändert hat natürlich in der Zeit, seit ich Dead by Daylight spiele. Zum anderen ist es, glaube ich, einfach interessant für viele Leute, die vielleicht noch gar nicht so lange selber Dead by Daylight spielen, mal so einen kleinen Einblick zu bekommen. 1, 2, dann wird alles wegfallen, ne? Das wäre gar nicht mal so verkehrt eigentlich. Können wir ihn ja mal eben hier nochmal sich ein bisschen austoben lassen zumindest. Es ist, glaube ich, vielleicht auch ganz interessant für einige Leute, wie sich das Spiel so verändert hat. Sei es allein schon die Grafik, die ja immer wieder mal ein paar Updates erfahren hat, oder die ganzen Spielmechanismen. Ist für den einen oder anderen bestimmt so ein Wow, was? Wie war das denn damals? Oh mein Gott! Und so. Und ja, wie gesagt, ich will einfach mal abwarten, wie das Video dann natürlich auch ankommt. Wenn ihr jetzt sagt, ja, okay, ist doch nicht so lustig, wie wir uns erhofft haben, dann können wir das Ganze ja eigentlich auch ziemlich schnell wieder einstampfen. Das ist ja nicht das Problem. Und ansonsten soll das jetzt auch nichts werden, was irgendwie jeden Tag kommt, sondern halt wirklich eigentlich nur so ein kleines Special-Video. Ich weiß auch selber noch gar nicht, wie viel Aufwand das sein wird, ja, weil ich habe mir halt überlegt, ich würde es schon gerne mit Facecam machen, vielleicht auch noch so ein bisschen erklären. Obwohl das auch schwer ist, ne? Weil ich weiß ja nicht, was ich damals gedacht habe. Und es ist auch schwierig, man darf auch, eine Sache darf man halt auch nie vergessen. Wenn du ein Video aufnimmst, dann hast du eine ganz andere Aufmerksamkeit auf Dinge, die geschehen, als wenn du es dir einfach nur anschaust. Das heißt, vielleicht denke ich mir dann auch schon in diesen Momenten ganz andere Sachen, die ich mir damals halt eben überhaupt nicht gedacht habe. Also versteht ihr, was ich meine? Aber ja, wie gesagt, also das soll einfach nur mal so ein kleines Experiment quasi sein. Mal schauen, wie das so ist. Müsst ihr euch jetzt keine Sorgen machen. Und ich werde die natürlich auch wieder kennzeichnen. Also für die Leute, die sowieso sagen, dass so eine Reaction-Videos nichts für sie sind, die haben dann die Gelegenheit, direkt von vornherein zu wissen, welches Video ein React ist und welches nicht. Ich schaue mal. Wir haben ein paar interessante Namensvorschläge jetzt auch in den Kommentaren gehabt, ne? Der Throwback Thursday zum Beispiel wurde da genannt. Ist eigentlich ein sehr cooler Name, aber irgendwie ist Donnerstag so
Weiß ich nicht. Donnerstag ist so, Obwohl Mori Montag ist ja auch, der Montag ist jetzt auch nichts Besonderes, ne? Aber ich dachte mir so am Wochenende halt, so ein kleines Special-Video wäre vielleicht ganz cool gewesen. Aber von der Namensgebung her muss ich euch recht geben, so. Obwohl irgendjemand hatte auch der Riemstag quasi, also an, oder nee, warte, oder war das mit Saturday? Rieterday? Oder ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber es waren ein paar lustige Namensvorschläge dabei. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die ganzen Kommentare, ne? Viele Leute auch, die natürlich gesagt haben, sie haben da Bock drauf, aber auch ein paar Leute, die ein bisschen skeptisch sind, so. Wie gesagt, ich selber bin jetzt auch nicht so derjenige, der sich gerne diese Reaktionssachen anguckt, weil ich mir dann so denke, ja, ich kann das auch irgendwie selber gucken und selber sozusagen drauf reagieren oder so. Also ich brauche da niemanden, der mir sagt, an welchen Stellen ich lachen muss oder so. Aber ich glaube, bei den Sachen ist es halt nochmal ein bisschen was anderes. Wie gesagt, einfach nur, das ist ja mein eigener Content zum einen. Und ich glaube, ich finde es auch lustig, mal so zu sehen, ich erinnere mich an so ein paar Sachen, die ich halt früher gemacht habe, wo ich heute mir denke, Alter, WTF, was ist denn los gewesen mit dir? Hast du Lack gesoffen oder was? Deswegen kann es schon lustig werden, glaube ich. Wir schauen mal, wir schauen mal. Wie gesagt, ich weiß halt selber nicht so hundertprozentig, was jetzt auf mich und auf euch natürlich zukommt. Ist einfach nur mal so ein Experiment und wenn es kacke ist, dann, kehren wir es einfach unter den Teppich und tun so, als ob wir das nie gesehen hätten. Wo geht er denn jetzt lang? Wenn er jetzt hier oben lang geht, bringt mir das ja überhaupt nichts, ne? Warte mal, ich warte mal ab. Er geht hier lang. Na gut, aber er wird dann hier, bringt mir auch nichts, ne? Ich mach mal hier dicht. Komm, lohnt sich sowieso nicht wahrscheinlich. Ansonsten, wie gesagt, ich hatte erst überlegt, ja, am Samstag, also Samstag ist eigentlich, glaube ich, der schönere Tag. Aber der schönere Name wäre halt wirklich am Donnerstag, ne? Donnerstag ist schon morgen, also zum Morgen werde ich es nicht schaffen. Wollte auch nochmal gucken, wie gesagt, falls ich dann doch nochmal so ein paar Erklärungen, in Anführungsstrichen, dann in das Video reinpacken will, so nach dem Motto, ja, hier, da versuche ich jetzt das und das zu machen. Es soll ja eigentlich kein Tutorial werden, ne? Es soll halt eigentlich ja wirklich, ja, ich hätte den da noch hingehen lassen können. Es soll halt wirklich einfach nur so eine Reaktion drauf sein. Und ja, wenn er hier hingeht, fällt das immerhin auch noch mit weg jetzt. In der Hinsicht vielleicht gar nicht mal so schlimm gewesen. Obwohl hier natürlich, wenn ich ihn bis hierhin hätte gehen lassen und dann hier gestartet hätte, er musste danach ja hier hingehen, dann wären die Sachen direkt mit weggefallen. Ne? Naja, okay. Was man nicht im Kopf hat, muss man in den Blutpunkten haben oder so. Und ja, wie gesagt, also ich fand die Idee auch sehr schön, dass ich einfach ein normales Gameplay machen soll und mittendrin dann irgendwie einen Kugelstoß vollführen soll. Ich glaube, da ist meine Wohnung leider zu klein zu. Ansonsten wäre das natürlich auch eine sehr gute Idee gewesen. Ich fand, als ich es gelesen habe, dachte ich erstmal so, warte mal, ich muss das nochmal lesen. Habe ich das gerade richtig verstanden? Ach ja. Friends in Action quasi wieder, ne? Ich habe auch schon gelesen, dass gefragt wurde, ob wir nicht mal wieder ein Ask a Grants machen können. Das Format ist ja auch schon, glaube ich, seit wie vielen Jahren ist das jetzt auf Eis? Seit 4 oder 5 Jahren habe ich keinen Grants, Ask a Grants gemacht. Ne? Das war ja mal so ein kleines Fragenformat für die Leute, die sich noch daran erinnern können. Wo ich dann immer so ein paar, auf so ein paar Fragen eingegangen bin aus der Community. Nicht unbedingt halt Gaming bezogen, sondern konnten auch so einfach allgemeine Dinge sein, die man da erfragen konnte. War eigentlich auch immer sehr lustig. Könnte man eigentlich auch mal wieder eine Runde machen. Zack, zack, zack. Ja, dann marschier da oben mal lang. Ich hole mir hier in der Zeit mal die etwas teuren Sachen. Ich glaube, gestern im Stream hat übrigens, nee, das hier nicht, das andere pinke Offering hatte gestern einer im Stream. Das hat mich erstmal ein bisschen verwirrt, weil ich dann auf einmal mit einem Schlag umgeklatscht wurde und ich das überhaupt nicht gerafft habe, ne? Und dann so, ah ja, da war ja was. Der gibt dir das Add-on. Also dieses andere pinke Ding halt, wo du auf 15 Meter, wenn du die Leute da erwischt hast, 1, 2, dann wird das noch mit wegfallen. Aber muss das wegfallen? Nee, komm, was soll der Geiz? Wir starten einfach mal direkt dort. Es wäre schon geil, wenn er jetzt hier nach hier oben geht, obwohl er da auch dann so blöde latschen würde. Nee, komm, wir gehen hier hin. Du kannst selber dir aussuchen, was du machen willst. Start ist natürlich da unten wieder, ne? Der blöde Sausack will ja nur, dass ich das Map-Offering noch hier holen muss. Naja. Hat auch geklappt. Der Entitus hat mal wieder seinen Willen bekommen. Zack, alles auf Stufe 2. Ah. Das ist nicht das, was ich will. Hier, das ist dieses Ding, was der übrigens hatte. 15 Meter Entfernung und dann kann man mit einem Schlag die andere Person umklatschen. Yo, was machst du jetzt? Du wirst nicht hier hingehen, ne? Du gehst jetzt dahin und dann drehst du so eine Runde. Das heißt, jetzt könnten wir direkt sagen, er soll da oben hin. Und wenn er hier hinkommt, fällt das da unten immerhin alles mit weg. Wir können uns das ja mal holen.
Wie gesagt, ich muss auch mal wieder ein bisschen mit Caleb spielen. Ich komme irgendwie gar nicht so richtig rein. Aktuell morgens, wenn ich jetzt morgens aufnehme, sind die Wartezeiten echt uff. Das ist nicht mehr schön. Deswegen gibt es aktuell sehr viele Survivor-Videos. Weil die Wartezeit so mega heftig lang ist. So, jetzt gehe ich natürlich nicht hier hin, weil wenn er dahin geht, fällt das andere direkt mit weg. Und da fallen noch viele andere schöne Sachen mit weg. Hier machen wir mal dicht. Er muss jetzt da oben starten, bringt mir aber sowieso nichts. Weil das hier zu wenig Äste sind. 100.000 Blutpunkte nur noch. Ey, die sind auch wieder echt schnell weg gewesen, ne? Alles auf Stufe, oder vieles auf Stufe 3. Gehen wir natürlich erstmal hier unten hin, weil da das 100% Offering ist. Er holt sich sogar Stufe 2 zuerst. Jetzt ist die Frage, na, da oben sind so viele Map-Offerings. Was soll der Blödmann sich holen? Hm. Tja, wo gehst du jetzt hin? Du gehst jetzt dahin, oder? Weil wenn er hier hingehen würde, ich meine, ich kann natürlich auch gucken, ob er da hingeht, aber er macht es wirklich, okay. Weil wenn ich jetzt starte, dann fällt das da oben direkt mit weg und er muss sich das andere Map-Offering. Dankeschön, ich habe wirklich gedacht, er geht hier hin. So, wir holen uns das Mori. Ja, man kann nie genug Moris haben, sagte mal ein kluger Mensch. Ich weiß zwar nicht wer, aber irgendjemand auf der Welt hat es bestimmt gesagt. Und dann haben wir jetzt hier unser letztes Level. Leider nichts auf Stufe 1. Dann holen wir uns hier unten, obwohl da sehr schön was weggefallen wäre. Gehen wir trotzdem erstmal dahin. Holen uns das auf Stufe 3. So, wenn er jetzt noch einen weitergeht, fällt was weg. Dann lassen wir noch einmal einen weitergehen. Wir könnten zusehen, dass wir das grüne Ding hier bekommen, die Öldose. Der Zahn ist auch nicht schlecht eigentlich. Und ja, wir kommen genau durch, Leute. Wir holen uns jetzt die beiden Billigdinger für 3k. Und dann habe ich noch 1355 Blutpunkte über. Und wir haben Caleb wieder weitergelevelt. Sehr schön. Hier sind auf jeden Fall zwei Sachen auf Stufe 3. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel noch fehlt. Ich weiß gerade auch gar nicht mehr. Bis hierhin muss das, glaube ich, gehen, ne? Kann das sein? Dann würden 5 Perks fehlen. Warte mal. Mal eben kurz beim Oni zum Beispiel nachschauen. Ja, genau. Bis hierhin geht's jetzt. Das heißt, uns fehlen noch 5 Perks beim Todesboten. Und dann hätte er zumindest alle Fähigkeiten. Ja. Es sind natürlich viele noch auf Stufe 1. Es ist auf jeden Fall noch viel zu tun. Aber dann könnte man ihn zumindest schon mal in den Randomizer reinpacken und könnte sich freuen, dass man so auf einem relativ guten Weg ist. Ja, Leute, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend hier an dieser Stelle. Schön, dass ihr am Start gewesen seid. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für den Support natürlich auch an die Kanalmitglieder und an Tossi. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute, wenn ihr Bock habt. Macht euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.